heute melde ich mich mal wieder zurück bei euch. Ja, die liebe Lea 8225 hat mich getaggt. Mäuschen, ich hab dich ganz doll lieb. Du bist total toll und danke, dass du mich in deinen Favoriten erwähnt hast, also in deinen Kanallieblingen. Ja, dich gucke ich auch total gerne. Und ja, sie hat mich halt getaggt. Dieser Tag heißt ABC-Tag. Und ja, ich habe mir halt so ein paar Buchstaben was aufgeschrieben. Zu manchen ist mir absolut einfach nichts eingefallen. Da habe ich das dann einfach freigelassen. Ich würde sagen, ich sag euch einfach mal, was ich geschrieben habe. Habe ich hier, also das geht um Buchstaben, ne? Ist ja klar, wie der Name schon sagt, ABC-Tag. Bei A habe ich A wie aufgeregt. Aufgeregt. Ich bin, wenn ein Konzert ansteht oder eine sehr große Veranstaltung, bin ich immer so dermaßen aufgeregt. Das geht absolut gar nicht. Dann bin ich so aufgeregt, dass ich eventuell die halbe Nacht nicht schlafen kann. Dann habe ich noch anstrengend, weil ich bin schon anstrengend, weil, naja, also ich bin nicht gerade super mega einfach, ne? Es gibt schon bestimmte Sachen, die ich bevorzuge und andere Sachen, die ich ablehne. Und es kommt auch schon mal sehr oft vor, dass Leute dann bei mir auf Granit beißen, weil ich mich dann einfach durchsetzen möchte. Und es dann einfach den Leuten etwas anstrengender mache. B wie bekloppt. Ja, bekloppt. Hin und wieder bin ich, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, total aufgedreht und alles Mögliche, dass ich da anfange rumzusingen und alles Mögliche und dass wir total verrückte Videos machen und sämtlichen Scheiß labern und alles Mögliche. Beste Freundinnen, ja, meine besten Freundinnen sind mir auch sehr wichtig, weil sie geben mir Kraft und sind immer für mich da. Ich kann, wenn ich Probleme habe, immer zu denen kommen, was ich auch sehr wichtig finde. Dann habe ich noch Bruno Banani, weil ich von Bruno Banani das Parfüm so super finde. Ich habe ja dieses eine lilane von Bruno Banani, das mit dem Armband, das ist so toll. Dann habe ich bei D dankbar. Ja, weil es kommt so oft vor, dass mir Leute etwas geben und dafür möchte ich mich dann halt bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man etwas gibt, weißt du? Also wisst ihr? Ja. E wie ehrlich. Ja, also ich lege auch sehr, sehr viel Wert auf Ehrlichkeit. Da kenne ich nichts. Ich möchte immer, dass mir jeder die Wahrheit sagt und ehrlich mir gegenüber ist und mich nicht hintergeht oder belügt oder irgendwelche Scheiße hinter meinem Rücken über mich verbreitet wird. Sowas finde ich absolut, absolut, absolut einfach nur dumm. E wie Evelyn. Ja, also es gibt ja bei DM gibt es ja die Marke Evelyn. Und ich kaufe schon mal sehr oft bei DM Evelyn Produkte. Ich kaufe aber auch, das habe ich bei D vergessen, sehr, sehr oft bei DM ein. Ja, DM an sich halt. Dann habe ich noch erreichbar, weil ich bin eigentlich jeden Tag erreichbar für die Leute, die was von mir wollen. Also die jetzt zum Beispiel irgendwelche Probleme oder so haben, für die bin ich immer erreichbar. Das wissen die aber auch. Essence. Ja, ich habe sehr viele Sachen von Essence. Hauptsächlich Nagellacke. Und Lidschatten und so weiter. F wie freundlich. Ja, also ich lege
Auch absolut, tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber ich lege auch sehr, sehr, sehr viel Wert auf Freundlichkeit. Wenn mich da irgendwie welche total dumm von der Seite anfahren oder so, dann denke ich hinterher nur irgendwie, nee, lass mal, mit solchen Leuten willst du nichts zu tun haben und nee. Freundschaft ist mir super wichtig, weil ohne Freunde ist man überhaupt gar nichts. Es bringt nichts, wenn man Einzelgänger ist. Man braucht Freunde, weil ohne Freunde vereinsamt man und ich glaube, das möchte keiner so wirklich. Und dann habe ich noch Frieden. Ja, Frieden, weil ich es halt gut finde, wenn sich alle, also wenn sich die Leute untereinander verstehen und sich nicht bekriegen und halt die Leute dann teilweise auch ihr Ding machen lassen und dann nicht irgendwie reinfuschen oder so. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen schneller machen. Genießen, Glück und GZSZ. Ja, genießen. Zum Beispiel, wenn ich einen freien Tag oder so habe, dass ich dann richtig genieße. GZSZ ist ja meine Lieblingsserie, das wisst ihr ja mittlerweile. Humor. Humor ist wichtig, weil ich finde, ein Mensch ohne Humor, das geht auch nicht. Halt, den geben mir meine Freunde und meine Familie und die Menschen, die mir sehr wichtig sind. Hello Kitty. Ja, ich stehe auf Hello Kitty. Ich mag Hello Kitty. Oh, die ist so toll. Dann habe ich hier noch Köln, weil Köln ist eine von meinen Lieblingsstädten. Da fahre ich super gerne hin. Liebe. Ich finde, Liebe ist etwas Wunderschönes. Lachen. Lachen ist für das Leben auch sehr wichtig, weil ja, Lachen ist auch gesund und laut. Ich kann sehr, sehr laut werden. Ich kann sehr, sehr laut kreischen und alles. Ja, was ich aber eigentlich nicht tue, aber kann ich. Mut. Man muss mutig sein, darf sich nicht immer klein machen lassen. Muss auch mal mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, so, und du sagst mir jetzt nicht, was ich zu tun habe. Manieren? Ja, also ich kann keine Leute ab, die beim Essen schmatzen. Da finde ich, gehören schon Manieren an Tisch, weil man soll mit geschlossenem Mund essen und nicht da irgendwie so sitzen. Boah, da wird man bekloppt bei. Nee, das geht gar nicht. Und Mobbing. Ja, mit Mobbing habe ich auch sehr viele Erfahrungen. Ich finde scheiße, dass es so etwas gibt. Organisiert. Ich bin immer sehr organisiert. Also ich muss immer meine Sachen zigmal durchplanen. Ordnung. Ordnung ist für mich super wichtig. Ich kann nicht im Chaos leben. Panda. So ist ja mein Spitzname. Playboy. Ja, ich mag den Playboy-Hase. Er ist so toll. Ach ja, bei K habe ich noch Katzenberger vergessen. Perfektionistisch. Ja, ich bin sehr perfektionistisch. Bei mir muss immer alles perfekt sein. Sonst gerät alles aus dem Ruder und dann kann man mich total vergessen, weil ich dann abdrehe, beziehungsweise am Rad drehe. Paris, weil ich da mal super gerne hin möchte. Ich möchte auch super gerne mal nach Hamburg. Das habe ich auch vergessen dazu zu sagen. Es wie singen. Ich singe absolut gerne für mein Leben. Tee wie Tokyo Hotel. Tokyo Hotel ist mein Lebensinhalt. Ich kann nicht mehr ohne die Jungs. Ich will auch nicht mehr ohne sie können. Ich kann die Leute nicht verstehen, die die Jungs im Stich gelassen haben und jetzt einfach von Tokyo Hotel auf The Black Pony übergesprungen sind. Nee, das geht bei mir absolut gar nicht. Ich kann The Black Pony nicht ab. Nee. Unvergesslich. Es gibt Momente in meinem Leben, die unvergesslich sind. Sie werden auch immer unvergesslich bleiben. Das ist auch gut so. Unersetzbar. Jeder von uns ist unersetzbar. Verlässlichkeit. Ich bin sehr, sehr, sehr zuverlässlich. Wenn man ja zum Beispiel sagt, ja, sei morgen um, weiß ich jetzt nicht, 16 Uhr an Galeria Kaufhof, dann bin ich da.
Vertrauen. Vertrauen ist mir sehr wichtig. Es dauert allerdings eine gewisse Zeit, bis ich das Vertrauen zu Leuten aufgebaut habe. Das geht nicht so von jetzt auf gleich. Wünsche. Ich habe sehr viele Wünsche. Und dann noch Zicke. Ja, ich kann hin und wieder eine sehr, sehr, sehr große Zicke sein. Ich glaube, das kann jeder von uns. Auf jeden Fall war das der ABC-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich noch welche dazu irgendwie aufraffen würden und ihn weiterführen würden. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao!